Diese Sendung, meine Damen und Herren, Ihre Lieblingssendung im ersten deutschen Fernsehen ist deshalb, das ist das Buch meines heutigen Gastes, meine Damen und Herren, Deutschland retten von Hans Zippert, einem großartigen Kolumnisten, jeden Tag in der Welt, über 3000 Kolumnen bisher heute bei uns zu Gast. Und wir sind so beliebt, weil wir unsere Politiker würdigen, weil wir sagen, jawohl, dieser Job ist nicht einfach, wir begleiten sie kritisch, aber immer liebevoll, denn oft genug sind es wahnsinnige Schrecksekunden für unsere Politiker. Sie erfahren wieder ein Land pleite, wieder irgendwo ein Krieg, wieder müssen wir irgendwo retten. Aber es sind oft ganz andere Anlässe, warum ein Politiker plötzlich wieder mit Leben erfüllt wird im Bundestag. Große Schrecksekunden. Schrecksekunde im Bundestag. Deswegen werden wir schlecht regiert, deswegen wartet alles die Wahl in Nordrhein-Westfalen ab, deswegen stehen wir hier alle und haben das Problem, dass große Entscheidungen geschoben werden, ob man sie richtig oder falsch findet, aber in diesem Land herrscht Stillstand. Das war Schrecksekunde im Bundestag. Hast du's? Aber... Unsere Politiker, das war Herr Kampeter, ja, wären nicht so erfolgreich, wenn sie nicht sozusagen mit solchen Krisensituationen, oh Gottes Willen, eines meiner 40 Handys ist weg, umgehen könnten. Schauen Sie, wie mustergültig Herr Kampeter diese Situation im Infozeitalter gelöst hat.